Weiter geht es mit der Trophäe Runenmeister von Bloodborne. Und um diese Trophäe zu halten, müsst ihr eine äußerst wertvolle Karyll-Rune finden. Ja, es gibt verschiedene Runen und ich zeige euch jetzt, wo ihr so eine finden könnt. Also es kann sein, dass ihr auch irgendeine andere findet. Aber ich zeige euch jetzt die. Auf jeden Fall reist ihr zum Kathedralenbezirk. Und wenn ihr dann da angekommen seid, dann geht's gleich wieder nach rechts. Die Tür öffnet sich hier, wenn ihr die bluthungrige Bestie, glaube ich, besiegt habt. Und ja, da müssen wir jetzt, da lauft ihr einfach hier so durch diesen Gang, während der Lift fährt. Das solltet ihr gleich beim ersten Mal hinbekommen. Geht dann hier weiter. Und dann solltet ihr hier eine Kiste finden oder eine Truhe. Die öffnet ihr und hebt die Rune auf und bekommt die Trophäe. In der Beschreibung ist ein Link mit den anderen Bloodborne-Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.